definitiv ein Fahranfänger. Aber ist er echt oder unecht? Das ist heute die Frage. Keine Sorge, ich will dir keine Tipps für deine Kunstsammlung geben, sondern für den Einstieg in deine Kfz-Versicherung. Wie wirst du als Fahranfänger eingestuft und was bedeutet eigentlich echter und unechter Fahranfänger? Darum geht's bei mir heute. Wenn du dranbleibst, weißt du am Ende, wie du als Fahranfänger eventuell Geld sparen kannst. Und wenn du dann noch Fragen hast, dann schreib sie mir in die Kommentare, ich antworte drauf. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tim, dein Versicherungscoach. Stell dir vor, das bist du. Ein Bild von einem Fahranfänger. Du hast gerade die Führerscheinprüfung bestanden, schließt den allerersten Kfz-Versicherungsvertrag auf deinen Namen ab und versicherst dein allererstes Auto selbst. Dann bist du für die Versicherung so etwas wie ein weißes Blatt oder eben eine unbemalte Leinwand. Du startest in Schadenfreiheitsklasse 0. Das ist leider nicht die günstigste Variante, doch je genauer das Bild von dir mit der Zeit wird, desto günstiger wird es auch für dich. Ganz anders sieht das aus, wenn du gar kein echter Anfänger bist. Als Fahranfänger bedeutet unecht nämlich bares Geld. Hä? Ich erklär's dir. Hier kommen die drei Optionen, wie du von einem echten Anfänger zu einem unechten Anfänger werden kannst. Erste Option. Es gibt schon ein Bild von dir. Mit anderen Worten, du hast bereits ein Auto versichert und versicherst jetzt ein zweites. Der Vertrag deines ersten Autos ist bereits in SF1,5 oder besser eingestuft. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein unechter Anfänger und startest mindestens mit der SF1,5. Die zweite Option, das bist gar nicht du, sondern dein Ehe- oder Lebenspartner. Von dir gibt es zwar noch kein Bild, aber von deinem Partner. Das heißt, dein Lebenspartner hat bereits ein Auto versichert und hat mindestens SF-Klasse 1,5. Oder natürlich besser. Das macht dich auch zum unechten Anfänger. Glück gehabt! Und wenn das hier deine Mutter oder dein Vater ist, dann profitierst du ebenfalls davon, wenn sie einen PKW versichert haben, der mindestens in die SF-Klasse 1,5 eingestuft ist. Kommen wir zur Option Nummer 3. Dieses Bild von dir hier ist gar nicht so neu, wie es aussieht. Das heißt, du hast schon seit mindestens 3 Jahren den Führerschein, bist also fast schon sowas wie ein alter Meister im Straßenverkehr. Auch dann bist du ein unechter Anfänger und startest mit der SF-Klasse 1,5. Wenn eins dieser 3 Merkmale auf dich zutrifft, kannst du dich also mit dem Prädikat unechter Anfänger schmücken und startest gleich zu Beginn deiner Versicherungskundenkarriere etwas günstiger. Das war's von mir zur Kunst der Unterscheidung von echten und unechten Fahranfängern. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen oder künstlerische Kritik dazu hast, schreib mir in die Kommentare und über echte Likes freue ich mich natürlich auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Tim.